Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Das ist der vierte Teil Richtung Rudo, also Rathaus Spandau Richtung Rudo. Und erst einmal Dankeschön. Ich habe unter das letzte Video sehr schöne Kommentare von einem User bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich denke, er weiß, dass ich ihn meine. Und habe da auch geantwortet. Und auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und genau. Ja, das sieht man jetzt gerade, wie ich hochfahre, nicht so viel, aber. Naja. Übergang ja. Zur U2. Ausstieg links. So, das ist auf jeden Fall schon mal. Na, da werde ich ein wenig langsam, ne? Aber okay. Ja, es werden Richtung Rudo auf jeden Fall noch zwei weitere Folgen, glaube ich, sind es auf jeden Fall kommen, weil sonst müsste ich wirklich Folgen mit 20, 30 Minuten machen. Dass es nur zwei, drei Folgen insgesamt sind und wer schaut sich heutzutage noch ein Let's Play von einer halben Stunde an? Oder länger? Ja, das eine von Hamburg, das eine Video, das täte, ich glaube, eineinhalb Stunden gehen. Am Stück. Und wer schaut sich das schon an? Ne? Deswegen mache ich halt diese relativ kurzen Videos, weil man einfach zwischendurch mal die Zeit hat. Und genau. Ja, weil wenn man mal zwischendurch einmal 8 Minuten, also 10 Minuten oder eine Viertelstunde hat, schaut man sich das eher an, wie wenn man dann eine halbe Stunde. Ich denke, das ist schon praktischer, aber das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, was ihr als angenehme Länge seht, denn das ist für mich auch kein Problem, die Videos auf 20, 30 Minuten Länge zu machen. Na, Übergang zu wie gesagt, wie ihr das wollt, ne, einfach gerne in die Kommentare schreiben. Und dann weiß ich Bescheid, dann kann ich dementsprechend eure Wünsche, soweit es mir möglich ist, berücksichtigen. So, einen Schluck Kaffee wollen wir nicht vergessen. Ja, wie gesagt, also auch in dieser Folge, die Grafik finde ich toll. Die Details für 2009 finde ich, also es ist ja von 2009. World of Subways Volume 2 finde ich echt spitze, finde ich echt toll, gefällt mir sehr gut, sieht man jetzt auch gleich wieder, wenn ich rausgehe in die Perspektive. Naja, okay, da ist ja nicht ganz so krass. Na, diese Kameraeinstellung kann ich so jetzt nicht ändern, aber naja, aber jetzt sieht man es gleich beim Rausfahren. Ne. Klar wäre es gut gewesen, die hätten noch weitergemacht, dass die Personen sich auch berühren, ne? Berühren, sage ich, bewegen. Aber naja. Für damalige Verhältnisse ist es schon wow gewesen, finde ich. So, Gegenzug. Na, schaut nicht so toll aus, gehen wir in den Führerstand. Adenauer Platz. Übergang zum Metrobus. Ausstieg links. So, Bella. Ja, bin ich wieder recht langsam, hä? Naja, das sieht man mehr von der Haltestelle, wenn man langsam reinfährt. No. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. So. Ah, wie es glänzt und so. Ja, das mag ich schon recht leiden. Mäusung. So. Das schaut jetzt auch gleich richtig cool. Also mir hat es gefallen, richtig cool aus.
Aber es sind halt überall so Plugs, ne, also Störungen, die nicht mehr gefixt worden sind. Also nicht, dass ich wüsste. Es gibt es zwar bei verschiedenen Spielen auch, wo man dann aus bei verschiedenen Homepages, also Internetseiten, Sachen downloaden kann, aber die sind meistens so oft virenverseucht und so weiter, dass mein G-Data dann Alarm auslöst und ja, ich will ja nicht meinen Rechner kaputt machen, ne, weil dafür ist er ein bisschen viel zu billig dafür gewesen. Aber naja. Ja, also auch die Färbung und so weiter, ne, also das gefällt mir einfach. Da kommt der Kollege. Ja, leider ist da die Ansage dann so komisch geswitcht. Aber naja, keine Ahnung warum. Färbeliner Platz. Ausstieg links. Ja, aber es ist schon schön. Macht schon Spaß. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Spiele ihr aktuell am liebsten spielt. Na? Oder was auch interessant wäre, ob ihr vielleicht Simulatoren kennt, die ich gar nicht kenne. Na? Ja, ich habe da das ein Aussteigen verkürzt, weil stellenweise das so lange war und ich mir denke, naja, so spannend ist es dann auch nicht, wenn es eine halbe Stunde dauert, bis da mal die Leute ein ausgestiegen sind, jetzt übertrieben gesagt, logischerweise. Aber ich hatte eine Station, da hat es wirklich über eine Minute gedauert. Und auf einem Bildschirm zu starren, wo eine Minute nichts passiert ist, ist halt blöd, ne? Wenn zumindest uns die Personen sich bewegen würden, dann wäre das auch nochmal was anderes, ne? Aber naja. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Diesmal habe ich nicht ganz so viel geredet. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Na, lasst euch gut gehen. Bye, bye.